Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu den Spätnachrichten. Nach dem schweren Erdbeben in Nordchina geht die Suche nach Überlebenden unter den Trümmern weiter. K1 Nachrichten. Die Welt aktuell. Mit Norbert Anwander. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den K1 Nachrichten. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spätausgabe der K1 Nachrichten. Wir haben die wichtigsten Meldungen für Sie zu einem Überblick zusammengefasst. Willkommen zu den K1 Spätnachrichten. Hier die wichtigsten Ereignisse des 19. Kriegstages im Irak. Die Bundesregierung will drastische Maßnahmen beschließen. Mord, 11-Jähriger in England erschossen, 2 Teenager unter Verdacht. Und Adoption, einsames Tigerbaby wächst bei Katzenfamilie auf. K1 Nachrichten, die Welt aktuell. Liebe Zuschauer, willkommen zu den K1 Spätnachrichten. Hier noch einmal die wichtigsten Themen des Tages im Überblick. 10:50, hier sind die Kabel 1 News. Willkommen, liebe Zuschauer. Seit Anfang des Monats wird der mittlere Westen der USA immer wieder durch Blitzeis und heftige Schneefälle heimgesucht. Gekämpft oder gekuschelt? Was sagen die Deutschen nach dem großen TV-Duell? Zivilcourage mit Todesfolge. Jugendliche fügten ihrem Opfer 22 Verletzungen zu. Und was fürs Ohr und fürs Auge, die MTV Music Awards wurden verliehen. Uhr, hier sind die Kabel 1 News. Willkommen, liebe Zuschauer. Christmette in Rom. Papst verurteilt Gräueltaten gegen Christen. USA schlagen zurück. Komödie über Attentat auf Kim Jong-un jetzt doch im Kino. Und Streit unterm Baum. Tipps, wie man Stress und Streit zu Weihnachten vermeidet. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu den Kabel 1 News. Herzlich willkommen zur Spätausgabe der Kabel 1 News. Hier noch einmal die wichtigsten Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. Hier sind die Kabel 1 News. Hallo und willkommen. Und das sind die aktuellen Meldungen. Zunächst die Schlagzeilen. Massenstart. Überall in Deutschland wird geimpft. Der Stoff ist begrenzt und in Bayern gab es Pannen. Betrugsmasche, ob Masken, Tests oder Impfstoff, wie Kriminelle in Corona-Zeiten tausendfach abzocken. Und Maskenmuffel müssen draußen bleiben, wie die Bahn jetzt hart durchgreifen will. Das vielleicht beste Geschenk zu Weihnachten wird seit heute verteilt. Am Morgen starteten nun auch offiziell die ersten Impfungen in Altenheimen und Impfzentren. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spätausgabe der Kabel 1 News. Hier sind die wichtigsten Meldungen in einem kurzen Überblick.